Einen wunderschönen guten Tag, Freunde, und willkommen zurück zu Omori. Na, wie sieht's aus? Hattet ihr einen schönen Tag? Habt ihr gute Laune? Damit ist es jetzt vorbei. Denn wir finden gerade langsam, aber sicher heraus, was genau mit Mari passiert ist. Und das ist nicht schön. Ein bisschen was wissen wir schon, also zumindest vage. Wir wissen, dass Mari tot im Bett lag und Omori war sehr bestürzt darüber, um mal das Geringste zu sagen. Aber dann wird's weird, weil wir wissen ja, dass zumindest laut Ansicht von Hero, Kell und Aubrey Mari an einem Baum gestorben ist. Und wir haben einen Boss gehabt, bei dem Mari hing. Also das heißt, es sieht so aus, als hätte sie sich aufgehangen. Aber laut Fotoalbum war Mari vorher schon tot und Omori und Basil haben Mari in den Garten rausgetragen. Also was ist passiert? Wie endlos. Oh. Treppe? Das Ohr ist übrigens... Ich habe jetzt erst gedacht, dass das wegen dem Dings ist, aber das Ohr ist generell rot. Warum ist das Ohr rot? Tür ist verschlossen. Warum ist das Ohr rot? Und warum ist das jetzt ausgerechnet die dringendste Frage, die ich habe? Okay, hier... Hier sehen wir jetzt jemanden, der Mari... Also das ist jetzt Omori, der hat... Maris Beine in der Hand. Das muss dann also bevor... Nee, warte. Ach nee, das war... Okay, hier lag sie dann im Bett. Gott, der hat so wie so eine Art Brandmal auf der einen Gesichtshälfte, ne? Sie ist die Treppe runtergefallen, oder? Sie ist die Treppe runtergefallen. Da findet Omori sie. So muss das Zimmer der beiden mal ausgesehen haben. Diese Person atmet nicht. Und ich hab... Ja, ich werde immer röter. Ist das Blut? Jemand fasst mich. Ist es Basil? Hat Basil uns dann hier so gefunden? Pity, mach dir keine Sorgen. Alles wird gut. Es ist an dem Auge unten auch was Rotes. Maris Kalender. Heute ist der Tag des Vorspiels. Ist die irgendwie zusammengebrochen? Also, ne, die, wir haben ja gesagt bekommen, irgendwie, dass die... Dass sie so krass geübt hat. Ich kann auch gerade nichts aufmachen. Und das ist jetzt ein Lagerhaus? What the hell? Ach, hätte das hier sein sollen? War das hier irgendwie... Wäre das hier die Bühne... Die Bühne gewesen? Okay, hier... Ach, hier, okay. Hier hast du schon Hände unter ihren Schultern. Also hier tragen sie sie schon. Oh Gott, eine Hand ist weg. Und er ist ganz blutig. Okay. Ich glaube, das ist das... Ah, ja, das sehe ich. Das war dieses eine Bild. Das haben wir auch schon mal gesehen.
das... Etwas hält dich davon ab, näher zu kommen, ja? Something. Okay, Basil schaut seine Hände an, während Omori vor ihr kniet. Okay, jetzt ziehen sie am Amari. Wie komme ich jetzt auf Amari? Ich habe gerade Mari und Omori irgendwie zusammengemixt. Hier ziehen sie quasi gerade hoch. Und da ist das letzte Bild jetzt. Und das war das Bild, mit dem alles begonnen hat. Das war nämlich das eine Bild ganz am Anfang, als wir zum ersten Mal bei Basils Haus, also in diesem großen Schuh, in der Traumwelt waren, wo Basil verschwunden ist. Ne, da war so für einen Frame mal so ganz kurz aufgeblitzt, ein Bild zu sehen. Und wenn, ne, ich habe es ja aufgenommen, wenn man da eben genau dort anhält, wenn man genau das Bild einstellt, dann sieht man das. Man sieht eine kaputte Geige. Okay, verschiedene Instrumente. Oh Gott, sein Auge ist ganz rot jetzt. Er wird quasi, er zerfällt. Okay, da lebt sie noch. Und er scheint traurig zu sein irgendwie und sie schreit ihn an, so von oben. Die beiden haben sich gestritten und er hat sie die Treppe runtergeworfen. Oder gestoßen, oder er hat sie von sich... Und jetzt sieht er sich hier quasi als Monster. Okay, es geht nicht. Möchtest du die Glühbirne eindrehen? Und da war doch noch irgendwas mit dem Spielzeug. Daran muss ich mich erinnern. Es hieß noch irgendwie, hier, wo war denn das? Wo das hieß, remember it's in the toy box. Das bin ich jetzt. Okay. Da war kurz alles in Ordnung. Willst du das Foto nehmen? Ja. Und das ist die Wahrheit. Er hat sie runtergestoßen. Sie war der Meinung, dass er, also sie war ja, das wussten wir ja schon irgendwie, dass sie der Meinung war, dass er nicht gut genug, also dass er nicht genug übt. Dass sie war halt eine übelste Perfektionistin so. Sie wollte, dass alles perfekt ist und er war wahrscheinlich nicht gut genug. Und sie hat ihn deswegen vermutlich fertig gemacht und er hat sie weggestoßen. Wir haben Mari umgebracht. Also, Omori hat Mari getötet. Und Basil hat das vermutlich gesehen. Nee, Omori hat Mari die Treppe hochgezerrt ins Bett. Basil ist zu Besuch gekommen, hat die so vorgefunden. Und die beiden haben Mari dann rausgezogen, in den Garten und am Baum aufgehangen, damit es wie Selbstmord aussieht. Und das ist das, was alle denken.
Okay, habe ich jetzt alle Bilder? Das sieht so, also ich glaube nicht, dass ich, oder? Oder hat Basil das gesehen? Nee, das ist aus Basils Sicht, oder? Nee, Basil war die ganze Zeit da. Sorry, Basil war die ganze Zeit da. Das war dann hier. Das ist Basils Sicht aus der ganzen Sache, oder? Oder nee, warte, hier, also wir sehen, also jemand guckt so hinter dieser, ich denke mal, das ist ein Türrahmen, das erste Bild. Er guckt hinter diesem Türrahmen vor, es ist immer aus Basils Sicht. Er guckt hinter diesem Türrahmen vor, sieht zuerst die zerbrochene Geige. Damit hat, wie gesagt, alles angefangen am Anfang. Er sieht die zerbrochene, Omori hat entweder seine Geige kaputt gemacht oder Mari war es. Gut, das wissen wir jetzt nicht. Also einer, irgendwie ist diese Geige kaputt gegangen. Und Mari und Omori haben sich deswegen gestritten. Und Omori stößt Mari die Treppe runter. Und da liegt sie dann. Omori geht langsam die Treppe runter. Mari rührt sich nicht mehr. Omori greift Mari, zieht sie nach oben, vielleicht mit Basils Hilfe, also mit Basils Hilfe, weil ne, das Bild folgt ihm ja. Sie legen die erstmal aufs Bett, Omori liegt, also kniet jetzt erschüttert vor ihr. Basil schaut auf seine Hände, weil er hat quasi gerade die tote Mari angefasst. Omori ist völlig fertig neben dem Bett jetzt. Basil schüttelt ihn oder greift ihn irgendwie. Und die beiden nehmen Mari, bringen sie raus und bringen sie raus zum Baum. Um zu verhindern, dass Omori dann irgendwie wegen Mordes, ne? Also, dass alle wissen, dass Omori sie umgebracht hat, tun sie so, als hätte sie... Und sie nehmen das fucking Springseil, oh Gott. Und die, oh Gott, und die Windräder stehen still. Alter. Und dann war eventuell Basil derjenige, der das vorgeschlagen hat, oder was? Ist das das, was Basil getan hat? Also ist das der Grund? War Basil derjenige, der gesagt hat, wir lassen es wie Selbstmord aussehen? Wir vertuschen das Ganze und er hat damit quasi all das, was hier passiert ist, so losgetreten, weil die Leute eben, also weil Omori und er jetzt mit dieser Lüge leben müssen? Ach du Scheiße. Oh Gott, ist aber auch so langsam und qualvoll jetzt, so Bild für Bild. Oh Gott, ey, was habt ihr Kinder eigentlich gemacht? Ich glaube, da muss ich nichts mehr sagen, oder? Man kann hier wenigstens irgendwas stehen und... Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich noch sagen soll dazu. Ihr seht das Elend ja selber. Und das war all, also diese Glühbirne, ne? Also das ist ja alles passiert, als wir die Glühbirne kaputt gemacht haben. Das war die ganze Zeit, ja. Das war die ganze Zeit das, was diese Traumwelt zu verbergen, also wofür diese Traumwelt da war, um das zu verbergen. All das, dieses ganze Sweetheart-Zeug und ne, dieser ganze, dieses Outer Space und so. Dieses Bild. Das war vorher, also letztes Mal war das der Boss, ne? Alter.
Das ist gerade wie ein Autounfall. Ich kann nicht weggucken. Und es ist nicht mal das letzte Bild. Was ist denn das letzte Bild? Das ist neu. Ich muss immer wieder an diese Worte denken. Remember, it's in the toy box. Oh. Und Mari ist wieder das erste Bild. Und Mari ist something. Dieses Wesen mit dem vertikalen Auge, das sind Haare. Das dieses, also dieser Schatten jetzt auf dem Boden, ne? Oh Gott, ey, jetzt macht's das Spiel aber auch nochmal echt schlimm, ne? Was ist das letzte Bild? Es ist einfach eine Tragödie in viel zu vielen Akten. Oh, Kinder. Vor allem, es war auch noch Basil. Na, also es war nicht nur seine Idee, er war derjenige, der es gemacht hat. Also er hat die Schlinge dann geknüpft. Und es wird immer dunkler im Hintergrund. Das letzte Bild. Ja. Und das war something. Das war die ganze Zeit Mari, dieser letzte Anblick von ihr, wie sie da am Baum hängt. Und was? Was ist denn dieses Schwarze? Leute? Hero war immer jemand, auf den man sich verlassen konnte. Er ist weise, fähig, liebevoll und stellt andere immer über sich. Er ist die Art von Person, die immer für dich da, also die immer bereit ist, dir zu helfen. Also selbst wenn er es nicht kann. Du wirst ihn sehr vermissen. Kel war immer für dich da. Und obwohl er ein bisschen ignorant manchmal ist, weißt du, dass er ein gutes Herz hat. Mehr noch, er will, mehr als alles andere will er, dass die Leute um ihn herum glücklich sind. Er war immer jemand, du konntest dich immer darauf verlassen, dass er dir gute Laune macht. Du wirst ihn wirklich vermissen. Oh Gott, Leute, ey. Was? Nein. Ich will... Ich wollte Aubrey. Ja, danke. Aubrey handelte immer nach ihrem Gefühl. Obwohl sie Schwierigkeiten hatte zuzugeben, wie sehr sie etwas kümmert, haben ihre Handlungen haben immer ihre wahren Gefühle offenbart.
man konnte sie immer etwas schwer verstehen, aber du konntest darauf vertrauen, dass sie immer versucht, das Richtige zu tun. Du wirst sie wirklich vermissen. Okay. Ich suche hier... Ich will eine Spielzeugkiste finden, ehrlich gesagt. Remember, it's in the toy box. Hallo, Mari. Keine Sorge, wir stellen das richtig. Warte mal, was ist denn das für ein Buch? Ah, Pflanzen. Okay. Do you want to save Basil? Ja. Basil. Basil, ich weiß es jetzt wieder. Basil, ich weiß jetzt, was wir damals gemacht haben. Basil, wollen wir vielleicht zusammen eine Serienkiller-Karriere starten? Okay, gut, Entschuldigung. Ah, Pity. Es bist nur du. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Es ist gut, dich zu sehen. Ich bin an jenem Tag zu dir gekommen. An dem Tag, an dem Mari gestorben ist. Als Mari gefallen ist. Du hättest nichts tun können. Es war etwas hinter dir. Something behind you. Oh Gott. Ist something etwas, das Basil sich, also dass das von Basil kommt, quasi? Also ist, es hieß, diese drei Dinger waren ja something in the water, something in the walls und ich glaube eben something in the dark. Glaube ich. Du bist ein guter Mensch, Pity. Ich weiß, dass du eine gute Person bist. Und gute Personen würden so etwas nicht machen. Oh, mein lieber Basil, ich fürchte, gute Personen machen Fehler. Ich meine, es gibt ja nicht nur die eine Art von Mörder, ne? Das heißt ja nicht, dass es mir gefallen haben muss. Ich hatte keinen Spaß daran, ich hab's nicht aus sadistischem Vergnügen gemacht oder so. Ich hatte mich einfach nur nicht unter Kontrolle. Und trotzdem muss ich jetzt langsam mal die Konsequenzen dafür ertragen. Denn ohne das, fürchte ich, gibt's hier keine Heilung. Nach all dieser Zeit bist du endlich zu mir zurückgekommen. Aber morgen gehst du weg. Ich werde jetzt nicht schreien. Wie konntest du das tun? Das heißt, Pity, das ist so gemein. Nee, achso, das nicht das heißt, sondern das ist gemein, Pity, das ist so gemein. Etwas ist um uns. Kannst du es sehen, Pity? Es gibt keinen Weg hier raus, doch den gibt's, Basil. Den gibt's. Nein, 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 du gehst. Ja, ich wollte gerade sagen, das bin gerade ich. Das ist nicht Mari, das bin ich jetzt gewesen. Bleibst du hier stehen? Wo gehst du hin? Hör auf, mich verlassen zu wollen. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf.
Ich will nicht allein sein. Nicht nochmal. Du kannst mich nicht schon wieder verlassen. Nein. Nein, du würdest mich nicht verlassen. Das bist nicht du, Pity. Das ist wieder, das ist etwas hinter dir, oder? Ah. Da ist es. Siehst du es? Bleib weg. Bleib davon weg, Pity. Ich beschütze dich, egal was passiert, okay? Oh Gott, ja. Ja, Basil, ich fürchte, es ist das die ganze Zeit das Problem gewesen, dass du versucht hast, mich zu beschützen, aber ich glaube, als etwas Mari getötet hat, als etwas alle meine oh Gott. Ist das eine dissoziative, ich glaube, das ist eine dissoziative Persönlichkeitsstörung, oder? Ist das die Andeutung? Es geht jetzt zwar sehr stark in Richtung Ferndiagnose, aber ich glaube, das ist die Andeutung, oder? Dass Basil quasi nicht wahrhaben kann, dass Omori Mari getötet hat, dass er selber diese Fotos ruiniert hat und so weiter. Er projiziert das Ganze auf dieses geisterhafte Wesen gerade. Also er denkt, dass es irgendein Monster war. Ich habe nichts gesagt. Ich wollte nicht, dass die Leute denken, dass du es warst. Pity würde sowas nicht tun. Doch, Basil, Pity hat sowas getan und danke für alles, aber wir müssen das beenden. Keine Sorge, Pity, ich werde dich wieder retten. Nein, wirst du nicht. Etwas hinter dir. Ich werde es ein für alle Mal loswerden. Pity, hab keine Angst. Ich hab auch Angst. Aber so ist es am besten. Alles wird okay. Alles. Es wird okay. Oh Gott, Alter. Oh Gott, was sind die? Kämpfen. Was habe ich für Skills? Erstmal Calm Down. Du hast versucht, dich zu beruhigen. Aber deine Lungen ringen nach Luft. Du willst laufen. Nein. Oh, okay, warte mal. Wir müssen bleiben. Focus. Du hast versucht, dich zu konzentrieren. Aber die Übelkeit hat dich überwältigt. Was? Something, irgendwas kriecht in mich hinein? Du willst weglaufen? Nein. Nein. Nein, nein! Erstmal Basil punchen. Pity. Es gibt keinen Weg hier raus, oder? Du versuchst zu widerstehen, aber du konntest nicht ruhig halten. Was, Basil dringt in mich ein? Oder geht's hier darum, warte mal, oder geht's hier eher so darum, dass Basil Omori die ganze Zeit einredet, du warst das nicht, das war irgendwie ein Monster. Hat Basil dieses Something erschaffen und Omori hat's aus Selbstschutz geglaubt? Also Omori hat gesagt, ja, hast recht, ich war das nicht, so ungefähr. Also hat Basil Omori dazu gebracht, die Sache zu verdrängen. Okay, ja, sorry, Basil, jetzt gibt's aufs Maul. Sag mir, Pity. Bin ich selbstsüchtig, das zu tun? Oh Gott. Du willst wegrennen. Nein. Kann ich nicht Overcome machen? Pity? Hast du mich? Die Schmerzen bedeuten Liebe, Basil. Die Schmerzen bedeuten Liebe. Alles gut. Ich will aber nicht wegrennen. Nicht wirklich. Bitte, hör auf.
ein letztes Mal noch. Hör auf, dich zu wehren, Pity. Ich bin müde. Du willst wegrennen? Nein, jetzt habe ich nämlich 10. Everything is going to be okay, wird jetzt da unten aus dem Herzschlag. Oh Gott, der verliert völlig den Verstand. Everything is going to be okay. Stressed out. Ich hab nichts. Basil, es tut mir leid. Ich kann halt nicht wegrennen. Ich glaube jetzt mal ohne Scheiß, ich glaube die Idee hinter dieser kompletten Szene, die Idee dahinter ist die, du willst wegrennen, also du greifst Basil an und dann steht da, du willst wegrennen, also könntest du jetzt wahrscheinlich wegrennen, aber das Ding ist, Basil hat something erschaffen, okay, und das ist das Problem, Basil hat something erschaffen und man muss quasi Basil gerade im wahrsten Sinne des Wortes die Flausen aus dem Kopf prügeln. Wie soll ich es denn anders sagen? Also wir dürfen nicht wegrennen, weil wir müssen Basil quasi aus seinem Traum rausholen. Warum? Warum hörst du nicht auf? Weil nur die Wahrheit uns retten kann, Basil. Nur die Wahrheit kann uns retten. Das muss alles aufhören. Oh Gott. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Aber ich glaube echt, wegrennen wäre eine Falle gewesen. Ich glaube echt, das war... Ich glaube wirklich, es ging hier darum zu erkennen, dass Basil... Also Momori hat Mari zwar getötet, aber Basil hat alles, was danach kam, zu verantworten, weil er... mit diesem dissoziativen Scheiß angefangen hatten. Der hat die ganze Zeit eben versucht, sich und Omori einzureden. Ich weiß nicht. Also nach oben geht's dahin. Miet. Katze. Miau. Katze wird nicht beschützen. Oder nee, ich glaube, die Katze ist eher unser alter Ego, oder? Ich glaube nicht, dass wir der Katze folgen sollten. Warte mal. Ach so. Sekunde. Katze? Wir haben ja gespeichert, ne? Kel und Hero sind gerade nicht zu Hause. Ach so, warte mal, das war deren Haus. Hallo, Basil. Also, wenn wir nach oben gehen. Hi, Pity. Du hast zurück nach Hause gefunden. Ich weiß nicht, ob ich das jemals richtig gesagt habe, aber es tut mir leid, dass ich so viel Ärger gemacht habe. Als ich dir mein Fotoalbum gegeben habe, wollte ich wirklich, dass du es hast, aber irgendwie, wann immer ich versuche zu helfen, belaste ich die Leute nur. Selbst damals,
All dieser Schmerz, den wir gefühlt haben. Die Schuld in unseren Herzen. Selbst wenn du versuchst, das alles wegzuschließen, kommt es irgendwann raus. Ich will sagen, dass alles okay wird. Aber wir haben keine andere Wahl, außer weiterzumachen. Aber das liegt jetzt an dir. Aubrey, Cal und Hero sind gute Freunde. Du musst darauf vertrauen, dass sie uns vergeben. Es ist schwer, das zu glauben, aber die Fotos in unserem Album sind nicht einfach nur Fotos, das sind echte Erinnerungen. Unsere Erinnerungen. Es ist der Beweis unserer Freundschaft. Bewahr dir diese Bilder. Und erinnere ich dich daran, was du versuchst zu schützen. Tut mir leid. Es sieht so aus, als würde ich dir wieder was aufbürden. Der Pfad in deine Zukunft wird sich bald eröffnen, aber nur du kannst dich am Ende entscheiden, was du tun willst. Es ist nicht viel, aber ich feuere dich an. Oh Gott, ich heule gleich. Okay, streich das gleich, ich heule. Lass uns gemeinsam neue Erinnerungen machen, ja? Remember, it's in the toy box. Ich denke da immer wieder dran. Ich versuche die ganze Zeit schon irgendwie eine fucking Toybox irgendwo zu sehen. Don't forget it's in the Toybox. Die Toybox. Mari will immer, dass frisches Obst im Haus ist. Ich glaube, das ist so die Erinnerung an das alte Haus, als hier noch alles stand. So sah das Bild vorher aus. Remember, it's in the toy box. Pity, es ist fast Zeit. Du hast diese letzten Tage einiges durchgemacht. Du musst müde sein. Wir alle machen Fehler. Du bist vor diesem jetzt schon eine ganze Weile weggerannt. Es ist schwer, sich seinen Fehlern zu öffnen. Aber du wirst dir selbst vergeben, oder? Du kannst das, Pity. Du hast sehr hart gearbeitet, um an diesen Punkt zu kommen. Es gibt nur noch eine Sache zu tun. Wisse, dass ich immer über dich wachen werde, okay? Solange du dich an mich erinnerst, bin ich hier. Gute Katze, ja. Remember, it's in the toy box. Ja. Die
Geiger. Du hast eine Violine. Strähnen von schwarzem Haar stecken in den Saiten. Du hast Musikpapier. Das Papier ist zerrissen und mit Blut befleckt. Aber es kann immer noch gelesen werden. Okay, something ist weg. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass es da unten übrigens noch eine Tür gegeben hat. Ich würde gern speichern. Okay, das ist wie gesagt das alte Haus. Da war noch das Bett von Mari drin. Okay, ich kann nicht raus. Okay. Was passiert jetzt? Na, die Kleinen alle als Kinder. Ja, genau was ich gebraucht habe. Oh, meine Hand sieht gar nicht gut aus. Du kannst Leuten das nicht einfach sagen, Kel. Du musst ein Pokerface aufsetzen. Na, seit wann bist du hinter mir, Mari? Ich bin gerade angekommen, du Dummchen. Hier, ich habe Kekse für alle mitgebracht. Basil, machst du ein Foto? Oh ja. Oh Mann, mach doch nicht gerade ein Foto, wenn es mir so schlecht geht. Ist das das Foto, wo die... Nee, es war das eine Foto, wo die Kekse gerade gekommen sind. Jetzt sei nicht so dramatisch, Kel. Ist doch nur ein Kartenspiel. Hä? Noch ein Foto? Und was ist überhaupt so lustig? Gibt es irgendwas, das du uns nicht sagst, Basil? Mach dir keine Sorgen, das findest du schon bald genug heraus. Schaust auf deine Hand, es ist ein Ass und ein Ass. An Ace and an Ace, was? Tough luck. Glück wie immer, oder was? Du schaust auf Kels Hand, es ist eine 4, eine 6 und eine 6. Hey, schau nicht, Pity, das ist schrecklich. Ich werde verlieren, oder? Du schaust auf Basils Hand, es ist ein Bube und ein Ass. Verrat's keinem, okay? Aubrey Stuff Toy Mr. Plant Egg. Okay. Ja gut. Grundsätzlich kennen wir das ja schon. Maris Plätzchen sind die besten, ha, Pity? Ach, Hero, sei nicht so bescheiden. Du weißt, dass deine Kekse viel besser als meine sind. Hey, das ist subjektiv. Maris Kekse haben viel mehr Liebe in sich. Ich könnte sie für immer essen. Ach, hör auf, Hero, du machst mich lächerlich. Chest of Heroes Hand, ein König, eine Königin und ein Ass. Hehe, das ist Glück, nicht wahr? Du schaust auf Aubreys Hand, es ist eine 2, eine 5 und eine 10. Was denkst du, Pity, was sollte ich machen? Entscheidungen. Oh, Kels Schuhe, die hat er vergessen letzte Woche mitzunehmen, deswegen riecht's ja auch so. Spielzeuge liegen auf dem Boden verteilt. Okay. Ein Kalender. Die Sommerferien sind fast vorbei. Aber Leute, es ist eine Dreiviertelstunde. Ich würde sagen, nicht nur die Sommerferien sind vorbei, sondern auch diese Folge. Aber Alter,
Das Spiel nimmt okay, ist eigentlich fast logisch, ne? Wir stehen kurz vorm Ende, das Spiel nimmt nochmal richtig Fahrt auf und wie die ganze Geschichte zu Ende geht, wir wissen ja im Grunde genommen, worauf wir jetzt hinarbeiten, ne? Wir wollen jetzt quasi wieder so in die richtige Welt, offenbar haben Basil und ich uns gegenseitig besinnungslos geprügelt da in seinem Zimmer. Aber ich hatte leider keine Wahl und wir arbeiten jetzt gerade darauf hin, dass wir unsere Freunde nochmal wiedersehen und denen endlich die Wahrheit über das sagen, was passiert ist, in der Hoffnung, dass sie uns vergeben, aber selbst wenn nicht, die Wahrheit muss endlich rauskommen. Ich denke dann mal nächste Folge Finale, oder? Würde ich mal fast behaupten. Bis dahin, haut rein!